Der Lauda stand 74 mit diesem Ferrari hier auf Pole Position und das ist eine Zeitreise, die goldenen Zeiten des Rennsports. Ich habe schon viele Langstreckenrennen gewonnen, dreimal die 12 Stunden Sebring oder die 24 Stunden von Le Mans. Aber Ferrari, Lauda, das ist was Besonderes. Das ist ein Film, der abläuft für uns heute. Der Lauda Ferrari ist ganz was Besonderes. Ich habe in den 70er Jahren am Nürburgring im Fahrerlager neben diesem Auto gestanden und habe davon geträumt, mal Rennfahrer zu werden, mal mit so einem Auto zu fahren. Und heute kann ich dieses Auto hier in Monaco bewegen. Das ist was ganz Spezielles. La macchina da corsa per me come un figlio, quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio, che per un costruttore realizza, trasformando una materia informe, dei forgiati, in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Speziell dieses Lauda-Auto, da weißt du, am Drehzahlmesser, da hat Niki Lauda stundenlang drauf geschaut. Er hat sich seine Hände blutig gefahren an diesem Lenkrad, an diesem Schalthebel, da ist alles original. Was die Jungs früher leisten mussten, das ist noch Real Racing, das ist richtig pures Fahren. Monaco ist extrem. Das Gefühl kommt auf, als wenn du über 1000 PS hättest, weil das Ding so nach vorne schiebt. Da ans Limit zu gehen, ist schon eine Gratwanderung zwischen den Leitplanken. Ja, es sind viele Emotionen an so einem Renntag, auch für mich. Gerade Monaco hat immer den besonderen Flair. Und dann ist es so, dann bist du Racer und dann ist das Kribbeln im Bauch da und du wirst nervös. Und wenn da was passiert, das wäre Zerstörung von Kulturgut. Das ist einfach ein Rennstart und dann geht es mit über 30 Autos Richtung Saint-Devo und dann wird es eng. Hier auf P3 zu kommen, weiß ich nicht, es ist wie eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ein mega Erfolg.